Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem heutigen, es ist schon das zweite Screening von The Day After Tomorrow von Roland Emmerich. Wir hatten gestern das große Glück, ein Gespräch mit dem Regisseur führen zu dürfen. Heute haben wir das nicht minder große Glück, mit dem studierten Biologen Thomas Hickler eine Betrachtung des Films aus einer wissenschaftlichen Perspektive, also einer naturwissenschaftlichen Perspektive, erleben zu dürfen. Thomas Hickler ist seit 2010 Professor für quantitative Biogeographie am Institut für physische Geographie an der Goethe-Universität hier in Frankfurt und er ist am Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main beschäftigt. Er beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem mit den Wechselwirkungen zwischen Biodiversität, Ökosystemen und Klima von lokaler bis globaler Ebene. Und er gehört, und das ist in unserem Zusammenhang nochmal von besonderem Interesse, auch zum Team der Forscherinnen der Naturgesellschaft Senckenberg, die wir im Rahmen unserer aktuellen Sonderausstellung zum Thema Film, Klima, Realität, Fiktion, unterschiedliche Formen von Darstellung, unterschiedliche Verständnisse von Realität befragen konnten. Und die Ausstellung ist bei uns noch bis zum 9. Januar zu sehen. Es gibt eine Art Spin-off, eine Betrachtung der dortigen Dauerausstellung, auch im Senckenberg Naturmuseum. Falls Sie die gerne sehen möchten, kann ich es Ihnen ans Herz legen. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Herrn Hickler mit einem Vortrag. Herzlich willkommen. Ja, danke. Vielleicht noch eines anmerken. Er wird ungefähr eine Viertelstunde sprechen. Danach gibt es auf jeden Fall noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ja, vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank fürs Kommen. Es freut mich sehr, dass Sie sich für das Thema interessieren. Ich kann jetzt schon versprechen, aus meiner Sicht zumindest, ist der Film besser, als man vielleicht erwartet hätte. Ich habe ihn gesehen, als er rauskam. Ehrlich gesagt, weil ein anderer, sehr kultureller Film ausgebucht war. Aber wir hatten einen Babysitter und dann dachten wir uns, okay, dann sehen wir halt einen Blockbuster. Aber ja, also viel besser als erwartet. Ich finde, das ist ein guter Film. Und das geht auch um ein sehr, sehr aktuelles Thema, den Klimawandel. Und dazu werde ich jetzt ein paar einleitende Worte sagen. Was jetzt hier einige von Ihnen kurz gesehen haben, ist eine Animation der Ozeanzirkulation von der NASA. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, ja, sehr ansprechende Animationen zu dem Thema, insbesondere von der NASA oder auch von anderen Institutionen. Ich kann es ja noch mal kurz anmachen, bevor ich dann in die Präsentation gehe. Wenn es jetzt mit Ton ist, kann ich gleichzeitig nichts sagen, aber es startet jetzt sowieso nicht wieder, dann gehe ich auch gleich in die Präsentation. Einige haben es ja am Anfang kurz gesehen. Das gibt es bei YouTube übrigens, also wenn man das googelt, NASA, Ozeanzirkulation, Perpetual Ocean. So, dann findet man das. Ob das war meine E-Mail, das wollen wir nicht. Jetzt zur einleitenden Präsentation. Wie gesagt, es geht um Schwankungen der Ozeanzirkulation in dem Film. Und ich werde jetzt mal ein bisschen was dazu sagen, was wir darüber wissen, gesichert wissenschaftlich. Und jetzt am Anfang hier, das ist ein Bild von einer Forschungsstation, von einem Eisbohrkern. Und diese Eisbohrkerne sind sehr wichtig, um Klimaschwankungen in der Vergangenheit besser zu verstehen. Man bohrt hier in dem Fall auf Grönland durch das Eis, ja, bis zum Gestein. Auf Grönland kommt man 3000 Meter runter und findet dort Luft, die vor über 100.000 Jahren eingeschlossen war. In der Antarktis ist man jetzt so weit zurückgekommen, dass man sogar 2 Millionen Jahre rekonstruieren konnte. Man zieht dann diese Bohrkerne daraus, analysiert im Labor chemisch verschiedene chemische Substanzen und dann kann man die Temperatur und auch andere Dinge rekonstruieren. Und dadurch kann man unter anderem die Temperaturentwicklung rekonstruieren, als wir aus der Eiszeit rausgegangen sind, ins sogenannte Holozän, die letzten 11.000 Jahre sehr stabiles, warmes Klima, in denen sich unsere Zivilisation entwickelt hat. Und man sieht hier eine Temperaturrekonstruktion basiert auf Kohlenstoffisotopen. Und man sieht blau unten, wie sich die Temperatur in der Antarktis entwickelt hat. Und man sieht eben, dass das in den letzten 20.000 Jahren mehr oder weniger kontinuierlich wärmer geworden ist. Und dann sieht man auf Grönland,
Das ist im sogenannten Bolling-Alleröd schon mal ja, so warm war wie heute. Und dann wurde es aber in der sogenannten Younger Dryas, die jüngere Dryas, wieder richtig zackig kalt, ja, wie in der Eiszeit. Und das ging teilweise richtig schnell. Also wir reden hier auf Grönland teilweise von Temperaturveränderungen, Jahresmitteltemperatur etwas mehr als 5 Grad in 10 Jahren. Und dann war es noch mal eine Zeit lang kalt, über 1000 Jahre, und dann wurde es wieder warm. Also eine ganz abrupte Klimavariation. Und die heißt jüngere Dryas, übrigens benannt hier nach der Pflanze, hier links, Dryas octopetala, die Silberwurz. Das ist eine Pflanze, die eigentlich oberhalb der Baumgrenze vorkommt. Man hat in Bohrkehren im Moor, also wenn man nach Pflanzenpollen und so sucht, hat man irgendwann herausgefunden, dass diese Pflanze am Anfang, also als das Glazial vorbei war und wir in die Warmzeit gegangen sind, dann hat man die Pflanze nicht mehr gefunden und plötzlich war sie wieder da für 1500 Jahre und dann war sie wieder weg. Und am Anfang hatte man nicht diese Bohrkerne und man wusste nur, warum ist diese arktische Pflanze erst verschwunden und dann plötzlich war sie wieder da und dann war sie wieder weg. Und deswegen nennt man eben diese schnelle Klimaveränderung, eine schnelle Veränderung zum Kalten hin wieder die jüngere Dryas. Also was ist damals passiert? So 100% weiß man es nicht. Aber die gängige Hypothese ist, dass es damals einen ganz großen Schmelzwassersee im Bereich der großen Seen in Nordamerika gab. Wir hatten damals sehr viel Eis noch in Nordamerika, das ist geschmolzen. Und es hat sich vor dem Eispanzer ein großer Schmelzwassersee gebildet. Und sozusagen sind dann nach und nach die Kanten dieses Schmelzwassersees auch weggeschmolzen. Und plötzlich ist ganz, ganz viel Süßwasser in den Nordatlantik geflossen. Und dieser rapide, ganz schnelle Süßwassereinstrom hat die Ozeanzirkulation, die Bildung vom tiefen Wasser im Nordatlantik oder was wir oft auch einfach als Golfstrom bezeichnen, ausgeschaltet. Das ist die gängigste Hypothese. 100% sicher kann man nicht sein. Aber man findet eben auch teilweise Sedimente in Ozeanbohrkernen, dass da viel Wasser reingegangen ist. Das heißt, es ist möglich, den Golfstrom auszuschalten und ich denke, Sie alle wissen, ohne den sogenannten Golfstrom wäre es bei uns erheblich kälter. Man muss nur schauen, wo wir breitengradmäßig sind im Vergleich zu Nordamerika, da sind wir in Kanada. Ohne den Golfstrom wäre es bei uns nicht so schön warm. Das heißt, der Golfstrom hat variiert und es gibt noch weitere Klimavariationen in der Eiszeit, auf die ich nochmal zurückkomme. Und das kann teilweise auch sehr schnell gehen. Hier nochmal eine Illustration, wie dieses System funktioniert. Der kritische Punkt in dieser globalen Zirkulation, die unglaublich große Wassermengen und auch Wärmemengen transportiert. Der kritische Prozess ist hier ganz im Norden, da zwischen Island und Grönland und auch südlich von Island. Dort wird Tiefenwasser gebildet. Und wenn das Wasser dort nach unten sinkt, dann zieht es aus den Tropen warmes Oberflächenwasser in den Norden. Und deswegen ist es bei uns schön warm. Und jetzt die Frage, warum wird da Tiefenwasser gebildet? Wir haben dort Wasser, was sehr kalt ist, was auch also von arktischen Windströmungen nochmal richtig abgekühlt wird. Dann friert ein Teil des Wassers und das Salz bleibt im Wasser. Ja, wenn das Wasser gefriert, im Eis ist kein Salz. Und wenn dieses Wasser sehr kalt ist und einen hohen Salzgehalt hat, dann sinkt es nach unten. Und was eben wahrscheinlich zur jüngeren Dryas passiert ist, dass da unheimlich große Mengen Süßwasser reingeflossen sind und dann hat das Wasser nicht mehr so einen großen Salzgehalt und sinkt nicht mehr nach unten. Die gängige Hypothese. Jetzt ist die Frage, kann das in der Zukunft vielleicht wieder passieren? Das war ja ziemlich speziell, dass da so ein großer Süßwassersee vor dem Eispanzer in Nordamerika war. Und eine Sache, die eben diskutiert wird, ist, dass wir natürlich da ein großes Süßwasserreservoir haben in der Nähe, das ist Grönland. Wir können mittlerweile mit Satellitentechnik rekonstruieren, wie sich der Eispanzer entwickelt. Und wenn wir das mal die Animation hier starten, dann sehen wir eben, dass Grönland Eis verliert. Auch die Antarktis verliert Eis. Und dieser Eisverlust von Grönland und der Antarktis ist auch der wichtigste Faktor hinter der Meeresspiegelerhöhung. Im Moment rund 3,5, 4 mm pro Jahr.
Der Meeresspiegel steigt auch, weil der Ozean einfach wärmer wird. Spielt auch eine Rolle. Auch andere Eismassen, die schmelzen, spielen eine Rolle. Aber man sieht schon, Grönland schmilzt. Das ist natürlich eine Menge Süßwasser. Und bei Grönland diskutiert man eben leider auch, dass eventuell Grönland einen sogenannten Point of No Return erreicht hat. Das heißt, das kann man jetzt vielleicht schon nicht mehr aufhalten. Der Grund ist, dass wenn der Eispanzer schmilzt, er nicht mehr so hoch in der Atmosphäre ist. Und wir alle wissen, im hohen Gebirge ist es kälter als weiter unten. Ganz sicher ist es nicht, ja. Also vielleicht können wir es noch aufhalten, vielleicht schmilzt er nicht ganz. Aber wenn Grönland schmilzt, irgendwann wären das dann so ungefähr 6 Meter Meeresspiegelanstieg. Die Frage ist, passiert das und wie lange könnte das dauern? Darauf komme ich noch zurück. Na, jetzt will ich eigentlich weitergehen. Vielleicht jetzt noch mal erstmal dazu. Ja, ich mache erst noch die nächste Abbildung. Und dann natürlich die Frage, warum soll das schmelzen? Wie viel wärmer wird es eigentlich? Das sind jetzt die allerneuesten Projektionen vom sogenannten Weltklimarat. Ich finde die deutsche Übersetzung eigentlich ziemlich unpassend. Weltklimarat, das hat sowas so wie eine Weltregierung oder also fast einladend für Konspirationstheorien. Auf Englisch ist es der Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel of Climate, on Climate Change, IPCC. Auf jeden Fall arbeiten hier viele Wissenschaftler aus der Welt zusammen an einem Bericht, auch für Entscheidungsträger, und fassen sozusagen das Wissen zusammen. Und das sind jetzt die allerneuesten Ergebnisse der Klimamodelle, die wir global haben. Und diese SSP-8.5 und so, die stehen für verschiedene Zukünfte, verschiedene Szenarien in Bezug darauf, wie viel Treibhausgas wir ausstoßen. Vereinfacht kann man sagen, die Linie ganz oben, diese dunkelrote ist weiter Vollgas, fossile Brennstoffe, Wirtschaftswachstum, wir emittieren immer mehr. Und die Linien weiter unten sind ein sehr optimistisches Szenario. Also im besten Fall, dass wir ab letzten Jahr eigentlich den Treibhausgasausstoß senken. Das haben wir aufgrund der sehr negativen Entwicklung der Pandemie auch getan. Aber dass wir ab 2060, 70 ungefähr auch tatsächlich CO2 der Atmosphäre entziehen. Das ist ein langes Thema, wie wir das machen können. Ich gehe jetzt erstmal weiter, weil wir auch noch den Film schauen wollen. Aber auf jeden Fall diese verschiedenen Zukünfte und wir sehen ja, dass das teilweise bis zu 5 Grad geht. Also das sind immer die Mittelwerte über alle Klimamodelle und dann eine Standardabweichung, was so farblich hinterlegt ist. Und da muss man sich nur klar machen, das ist eine sehr, sehr große Veränderung. Im letzten Glazial, also als wir in Frankfurt eine Mammutsteppe hatten und Berlin unter Eis war, da war die Welt nur ungefähr 5, 6 Grad kälter im globalen Mittel, ui, als heute. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für den Meeresspiegel und für das Süßwasser, was schmilzt auf Grönland? Und hier jetzt auch die neuesten Ergebnisse. Übrigens, wenn Sie ein bisschen genauer hinschauen, die Abbildungen sind noch nicht ganz perfekt. Also es kam vor 2 Wochen raus und die sind noch ein bisschen am Editieren. Also es ist schon im Internet, aber noch nicht ganz fertig editiert. Hier sieht man dann, dass man die Standardmodelle davon ausgehen, also Grönland, die 6 Meter Eispanzer schmelzen sehr, sehr langsam. Also in 100 Jahren maximal 1 Meter oder ein bisschen mehr. Aber dann sehen Sie hier dieses Low Likelihood, High Impact. Ja, man kann nicht ausschließen, dass diese Eispanzer schneller instabil werden als in den physikalischen Modellen. Und dann könnten wir eben auch bis zum Ende des Jahrhunderts bei etwas mehr als 1,5 Meter vielleicht schon landen. Und das ist natürlich, ja, da brauche ich nicht weiter darauf eingehen, das wäre für viele Küstengebiete der Welt schrecklich. Das muss man verhindern und langfristig wird es mehr. Und dann hier nochmal rechts ganz kurz die Szenarien, wenn man bis 2300 geht, maximal 7 Meter. Oder Sie sehen diese Linie, die dann nach oben geht. Ja, man kann nicht ausschließen, dass es 15 würden. Und das ist natürlich etwas, was wir verhindern müssen. Nicht nur, um den Golfstrom zu erhalten, sondern auch aus anderen Gründen. Trotzdem, jetzt schon mal vorweg, ja, das Bild wird man, werden Sie in einiger Zeit sehen. So dramatisch kann es nicht werden. Ja.
Und so schnell kann es auch nicht passieren. Zunächst einmal, das ist jetzt mal eine Studie, wo man so einen Golfstromkollaps in einer starken Klimaerwärmung simuliert hat, in einem gekoppelten Klima-Ozean-Modell. Und man sieht hier, also wenn wir, das ist jetzt nach einer starken, also eine starke Erwärmung bis 2050, ungefähr 2-3 Grad bei uns, und dann Golfstrom kollabiert, und dann sieht man eben, es wird vielerorts, also da, wo der Einfluss am höchsten ist, gerade in Skandinavien, in den britischen Inseln, wird es 2-3 Grad kälter. Bei uns wäre es nach einer 2-3 Grad Erwärmung und dann vielleicht 2-3 Grad kälter, wäre es sozusagen netto Null. Also ein Kollaps würde bei einer starken Klimaerwärmung den Klimawandel nicht aufhalten. Und übrigens, die Wärme bleibt natürlich dann in Tropen, also da, wo es sowieso schon warm ist, wird es dann noch ein bisschen wärmer. Das heißt, das Szenario im Film ist schon ein bisschen übertrieben und es könnte wohl auch nicht so schnell gehen. Aber die nächste Frage ist natürlich, kollabiert der Golfstrom überhaupt? Und da ist das Ergebnis jetzt, also von den neuesten Modellen, also die Prozesse sind so komplex, dass man hier sehr, sehr komplexe Klima gekoppelt mit Ozeanmodelle benutzt, um das vorherzusagen. Und fast alle Modelle sagen voraus, ja, der Golfstrom wird schwächer. Deswegen wird es übrigens auf Island auch gar nicht so warm wie anderswo. Aber er kollabiert nicht. Ja. Also es wird als sehr, sehr unwahrscheinlich angesehen, dass er kollabiert. Aber viele sagen auch, ausschließen kann man es nicht. Und ich habe vorhin gesagt, dass da viel Süßwasser schmilzt auf Grönland. Aber man darf nicht vergessen, der Golfstrom wird ja auch davon beeinflusst, wie sich die Winde verändern, wie sich die Niederschlagsmuster verändern. Also es geht nicht nur um das Eis, was da schmilzt. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen unklar, ob dieses schmelzende Eis den Golfstrom ausschalten könnte. Aber man kann es nicht ausschließen. Eben weil er auch in der Vergangenheit sich verändert hat. Und der Golfstrom ist einer von sogenannten Tipping Points im Klimasystem, also Kipppunkte im Klimasystem. Wir gehen jetzt hier nicht auf alle ein, also hier Atlantic Circulation ist das, über das wir geredet haben. Wir haben noch ein paar andere hier, zum Beispiel, dass der Permafrost anfängt zu schmelzen. Es gibt auch Modelle, in denen große Teile des Regenwaldes sterben. Und was auch eher unwahrscheinlich ist, aber also diese Kipppunkte, die auch teilweise zu positiven Rückkopplungen führen, also jetzt hier im Beispiel für den Permafrost, ich gehe gleich auf die Abbildung ein, die sind sehr, sehr schwer vorherzusagen. Der physikalische Effekt von Kohlendioxid im Klimasystem oder auch andere Treibhausgase, der ist sehr, sehr gut verstanden. Das ist überhaupt keine Diskussion mehr. Aber eben Effekte, wie sich die Ozeanzirkulation verändert oder wie der schmelzende Permafrost, dieses große Loch gab es vor 100 Jahren nicht so. Und also in diesem Eis, was da schmilzt, da ist ja Kohlenstoff drin, der dann irgendwann in die Atmosphäre geht, als CO2 oder als Methan. Solche Effekte vorherzusagen ist unheimlich schwer. Und deswegen ist eine Interpretation des Klimasystems auch, hier sieht man jetzt mal einen Bohrkern aus der Antarktis, wo man eben die Temperatur hier unten sieht und dann die CO2-Konzentration. Man sieht diese enorme Dynamik des Klimasystems ohne Menschen. Ja. In der Eiszeit gerade, also das war, und in der nördlichen Hemisphäre war es noch dynamischer. Da war eine unheimliche Dynamik drin, wegen sehr, sehr vielen Feedback-Prozessen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen kann, aber also es gibt hier zwei Interpretationen. Eine Interpretation, die ich nicht teile, ist, wenn das Klimasystem schon so dynamisch ist ohne Mensch, hey, was können wir da ausrichten? Und die andere Interpretation ist eben, das Klimasystem war jetzt hier die letzten 11.000 Jahre, Sie sehen, da war es ziemlich konstant, in der blauen Kurve unten rechts sehr stabil. Es war toll für uns Menschen, für die Entwicklung unserer Zivilisation. Und was wir jetzt eben machen, ist, das Klimasystem war sozusagen wie ein schlafender Bär, war das Klimasystem, und jetzt kratzen wir ihn mit einem scharfen Messer hinterm Ohr und hoffen eben, dass ja, solche positiven Rückkopplungsprozesse oder solche Dinge wie massive Veränderungen der Ozeanzirkulation nicht passieren. Und das ist für mich persönlich auch eine Motivation hinter dem 2-Grad-Ziel von Paris. Wenn es jetzt nochmal ein Grad wärmer wird, dann wird nicht überall die Hölle auf Erden ausbrechen, aber wir wollen auf keinen Fall, dass der Bär aufwacht.
Und übrigens, jetzt aus aktuellem Anlass, nochmal kurz einige Worte zu den Überschwemmungen, die wir gerade in Deutschland hatten. Das wird von Modellen seit langer Zeit vorhergesagt und man sieht es auch zunehmend in statistischen Daten. Extremereignisse, leider sowohl extreme Niederschlagsereignisse als auch längere Trockenperioden werden höchstwahrscheinlich zunehmen. Und das ist natürlich ein viel größeres Problem als im Mittel etwas wärmere Temperaturen. Und das hängt übrigens auch mit der Atmosphärenzirkulation zusammen, mit stabileren Hoch- und Tiefdruckgebieten. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich glaube, ich bin schon über die Zeit. Tut mir leid, mache ich. Ja. Dann, ja, können Sie noch kurz, wenn Sie noch Fragen haben oder Kommentare, dann ja, stehe ich zur Verfügung. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann startet der Film. Aber wenn Sie noch was, ja, gibt es noch irgendwas? Also das, was in dem Emmerich-Film passiert. Ja. Das, was in dem Emmerich-Film passiert, das ist praktisch dann eine Zeitraffer. Das würde, so wie das da passiert, über einen viel, viel längeren Zeitraum auch passieren? Oder ist das Ja. sozusagen alles vollkommen übertrieben, was man dort sieht? Das ist die Frage, wie man übertrieben definiert. In dem Emmerich-Film sind es ja einige Tage, in der Realität wären es wohl einige Jahre. Das ist vielleicht keine extreme Übertreibung, aber auch in dem Emmerich-Film, also die Effekte sind übertrieben. Also wenn der Golfstrom kollabieren würde, und wie gesagt, also dass er vollkommen kollabiert, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber das ist schon mal passiert, wenn ich das richtig Ja, verstanden genau. Also zum letzten Mal vor ungefähr 13.000, 14.000 Jahren. habe. Ja. Ja. Und als dieses Süßwasser dann nicht mehr, Danke. Als dieses Süßwasser dann nicht mehr in der Menge eingesickert ist, hat er sich praktisch wieder angeschaltet, weil das Wasser dann nicht mehr. Ja, also warum dann, also das blieb ja dann ungefähr 1.500 Jahre kalt und das mit dem Süßwasser war ja sofort vorbei. Warum das dann eine Zeit lang stabil in einem anderen Modus bleibt, ist nicht ganz klar. Und es gibt auch davor Ereignisse, also diese schnellen Klimaschwankungen, gerade in der nördlichen Hemisphäre, sogenannte Heinrich-Events, die gab es auch vorher schon. Und man weiß nicht genau, was da passiert ist. Also solche Süßwasserseen gab es ja nicht die ganze Zeit. Man nimmt an, dass damals in der Eiszeit, als es eben viel mehr Eis auch gab, die Ozeanzirkulation einfach eine andere Dynamik hatte. Da sind teilweise große Eisballberge abgebrochen und also fast bis in die Tropen geschwommen, ja. Und also von dem, was dann aus den Eisbergen runterrieselt an Gestein, wenn die schmelzen, das findet man in Ozeanbohrkernen. Daher weiß man das. Also auch vorher schon war der Golfstrom nicht immer stabil, aber man nimmt an, dass er jetzt in der Warmzeit stabiler ist. Und in den besten physikalischen Modellen, die wir haben, kollabiert er nicht. Ja. Ja, hoffentlich stimmen die Modelle. Ja. Ja. Ich habe eine Frage zum Meeresspiegel. In der letzten Eiszeit war der Meeresspiegel ja niedriger und Landmassen waren verbunden, die heute nicht verbunden sind. Und dann frage ich mich, ist der Stand, den wir jetzt haben, historisch, ge erdgeschichtlich gesehen, der Höchststand? Oder gab es früher schon Perioden, wo der Wasserstand der Ozeane höher war als heute, wenn ja zu erwarten ist, dass der Meeresspiegel weiter steigt? Ja, also wir sind, also es war früher teilweise erheblich wärmer. Also wir sind ja im sogenannten Eiszeitalter seit 2.500 Millionen Jahren. Davor war es wärmer. Aber innerhalb dieses Eiszeitalters sind wir in der Warmzeit. Aber weil es eben vorher, also als die Dinosaurier gelebt haben zum Beispiel, erheblich wärmer war, war der Meeresspiegel höher. Und zur letzten Eiszeit übrigens war er 120 Meter tiefer. Ja. Und übrigens, also aus den Meeresspiegeldaten können wir auch viel darüber ableiten, wie schnell jetzt die Eispanzer schmelzen können. Wir haben ja unglaublich viel Eis auch in der Antarktis. Und das ist seit 11.000 Jahren warm. Und vor 11.000 Jahren war der Meeresspiegel noch ungefähr 50 Meter tiefer als heute. Und vor 7.000 Jahren, also nach 4.000 Jahren Wärme, hat er das sogenannte Gleichgewicht mit dem Klima erreicht und hatte den heutigen Stand erreicht. Also das sind so die Zeiträume, mit denen man rechnen kann. Aber es gibt Studien dazu, dass es auf Grönland eventuell schneller gehen könnte. Vielleicht 1000, 2000 Jahre, bis es weg ist. Aber vielleicht hält es auch länger. Ja. Hallo, guten Abend. Schönen Dank für den interessanten Vortrag. Ich hatte eine Frage zu einem Ihrer Graphen. Vorher, da ging es um
Projektionen in die Zukunft. Ja. Und zwar gab es diese SSP-Variablen. Mhm. Ich wollte fragen, ob Sie bitte erklären könnten, in groben Zügen, was die sind. Ja, die 8.5 bis 1.9, also das rechts, steht, wie viel Watt pro Quadratmeter extra in der Atmosphäre bleiben. Das ist also extra Veränderung der Strahlungsbilanz durch den Menschen. Und man kann das in Relation setzen, das bin ich nicht ganz sicher mit den Zahlen, aber ich glaube, im Durchschnitt trifft die Erde, waren es 275 Watt pro Quadratmeter. Ja, und dann halt 1, 2, 3, 4, 8,5 extra, die in der Atmosphäre bleiben. Bei den 275 bin ich gerade, mir fällt gerade die genaue Zahl nicht ein, aber in Größenordnung. Diese SSP, diese 5, 3, 2 und so, das sind Szenarien für die sozioökonomische Entwicklung unserer Welt. Also da arbeiten Ökonomen zusammen mit ja, und erstellen Szenarien, also dieses SSP5, also so viel Erwärmung können wir halt nur erreichen, wenn wir einfach massiv global auf fossile Energiequellen setzen nach wie vor. Und das bedingt dann eben eine ganze Menge anderer Dinge auch, die da berücksichtigt werden. Also sozusagen Modelle, wie sich die Welt verändern könnte. Und diese da ganz unten, das sind sehr, sehr optimistische Szenarien. Also ähnliche Sachen haben viele Regierungen der Welt auch entschieden, ja, bis 2050 klimaneutral und dann CO2 Milliarden Tonnen aus der Atmosphäre entziehen, also zum Beispiel mit Verpressung im Untergrund, haben Sie vielleicht gehört, dass man CO2 verpressen kann im Untergrund und dann mineralisiert das irgendwann, wollte man auch mal irgendwo in den östlichen Bundesländern machen, gab es aber Massendemonstrationen dagegen. Eine Firma in Norwegen macht das an den Ölplattformen in der Nordsee übrigens seit 30 Jahren. Aber, also dass wir 2000, meine Meinung, das ist jetzt ein bisschen kontrovers, dass wir 2050, 60, 70 überhaupt keine Treibhausgase mehr ausstoßen und Milliarden Tonnen aus der Atmosphäre entziehen, ist vollkommen unrealistisch. Also allein, wenn man die Kohlekraftwerke sich anschaut, die gerade gebaut werden, die werden ja in 5 Jahren nicht abgeschaltet. Also meine persönliche Meinung ist, diese zwei blauen da, das ist irgendwie nett, um zu zeigen, was so theoretisch möglich wäre, aber nie im Leben. Aber die gute Nachricht ist, das ganz Rote da oben, das ist Selbstmord. Nie im Leben. Also das ist eine Klimaerwärmung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Also da gehen wir 30 Millionen Jahre zurück. Also was das in Bezug auf den Meeresspiegel bedeutet, das wird auch nicht passieren. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir irgendwo in der Mitte landen werden. Und dann ist es eben so, dass selbst wenn wir jetzt wissen, nehmen wir an, wir folgen SSP3, dann hat man eben einen Mittelwert über alle Modelle, aber immer noch eine große Streuung. Was übrigens auch daran liegt, dass Wolken im Klimasystem sehr, sehr kompliziert sind. Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas. Ohne Wasserdampf wäre das Leben nie entstanden, weil es zu kalt gewesen wäre. Und Wolken, ja, verschiedene Wolken beeinflussen das Klima auf verschiedene Arten und Weisen und das ist wo die verschiedenen Klimamodelle unterschiedlich sind. Und was jetzt leider hier nicht so gut dargestellt ist, also die haben tatsächlich noch die sind noch am Verbessern der Abbildungen. Ja. Das ist jetzt brandneu und eigentlich müsste man für jede Linie genau sehen, was ist irgendwie zwei Standardabweichungen, also die Streuung über alle Klimamodelle. Und Sie sehen ja, bei dem Gelben ist es weiß, also das ist halt jetzt gerade rausgekommen und die Grafiker sind noch dran. Aber der Bericht ist im Internet und die Abbildungen sind jetzt von der Zusammenfassung für Politiker. Kann ich nur jedem empfehlen, das sich mal durchzulesen. 15 Seiten, das ist für Entscheider geschrieben. Sehr, sehr allgemeinverständlich. Tendenziell eher... Selbst für Politiker? Ja, ich denke, Politiker sind jetzt... Ja, also... ich habe durchaus Respekt auch für Politikern, vor einigen zumindest, ja. Einfach für Nichtfachleute auch gut. Für Nichtfachleute. Übrigens eher konservativ geschrieben, weil hier halt hunderte von Leuten mitschreiben und hunderte von Leuten das begutachten und dann kommen irgendwie Texte bei raus, wo halt alle mehr oder weniger mit zufrieden sind. Was ja auch wichtig ist, weil das ja als Konsensus präsentiert werden soll. Und übrigens hinter jedem Statement in dem Bericht steht dann immer,
ist das wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlicher, als dass es nicht passiert. More likely than not. Ja. Also, aber trotzdem denke ich lesenswert und kurz und knackig. Ja. Ja, wenn es keine konkreten Fragen mehr gibt, dann ist jetzt Zeit für das super dramatisierte Schnellszenario. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ich habe Spaß gehabt bei dem Film. Ja.